Idee, die uns bewogen hat, Hit 11 zu gründen, war mit einer Gruppe von Menschen, die eine ähnliche Grundausrichtung haben im Bereich des Anlagenbaus, im Bereich Wärmeträgeranlagen, eben eigene Ideen auch verwirklichen zu können. Und genau dort die neue Impulse setzen und den Markt ein bisschen mit unseren neuen Ideen erfreuen. Wir sind ein Engineering-Unternehmen, welches sich auf Prozesswärme, Solarenergie und auch Biomasseverfeuerung spezialisiert hat. Wir stellen uns den Problemen unseres Kunden für seinen weiteren industriellen Prozess. Wir bearbeiten die Anfragen in unserem Hause und versuchen, die bestmögliche Lösung für unseren Kunden zu erarbeiten. Sitz des Unternehmens ist in Bielefeld. Dort arbeiten im Moment rund 20 Leute und wir haben eine Tochter in China, in Shanghai, gegründet. Wir bieten im Bereich der Wärmeträgeranlagen mit organischen Medien, also den sogenannten Thermoölanlagen, eigentlich das komplette Paket an. Wir liefern hier Anlagen mit elektrischer Beheizung, mit fossiler Befeuerung, mit Dampfbeheizung, Abhitzeanlagen. Wir arbeiten bei Temperaturen bis 400 Grad, also im Prinzip alles, was man im Bereich des Thermoölanlagenbaus erwarten kann. Der Schlüssel unseres Erfolges ist sicherlich die sehr hohe Qualifizierung der Mitarbeiter, langjährige Erfahrung aus sehr, sehr vielen Projekten und auch dadurch, dass wir im Team sehr gute Spezialisten haben für Prozesstechnik, für Engineering, für Brennertechnologie. Der vernünftige Umgang mit Ressourcen ist natürlich ein ganz zentrales Thema. Hier ist es so, dass man auch heute noch, obwohl dieses Thema ja schon seit ein paar Tagen letztendlich auf dem Tableau steht, in industriellen Anwendungen sehr häufig noch auf Anlagen trifft, bei denen großes Optimierungspotenzial besteht. Und das sehen wir als unsere Aufgabe an, hier den Kunden Möglichkeiten aufzuzeigen, das zu optimieren. Wir sind jetzt momentan bei einem Projektnummer mehr als 120. Beispielsweise 2x4 MW gasbefeuerte Kessel 50 Bar in Mexiko für eine Gasbehandlungsanlage, mehrere große Projekte für einen deutschen Maschinenbauer, zwei große Solarprojekte, ein interessanter Fall, eine Biogasanlage für Kanada, weitere sehr interessante Projekte, die wir jetzt kurz vor dem Abschluss haben, sind zwei große PET-Projekte, also für PET-Flaschen. Das sind große Beheizungsanlagen, da spricht man zwischen 15 und 30 Megawatt Heizleistung. Wir wollen uns mehr noch auf den Großanlagenbau konzentrieren, haben Partner für Middle East, für Südamerika und wollen die Internationalisierung vor allen Dingen auch weiter treiben. In unserem Slogan steht, dass wir Passion for Heat Transfer haben. Es ist nicht nur eine Leidenschaft, einfach nur so dahingesprochen, sondern wir leben sie jeden Tag.